Die römische Macht wird bedroht. Der karthagische General Hannibal hat die Alpen in Richtung Italien überquert. Seine Erfolge haben Splittergruppen in Syrakus dazu angestachelt, die seit langem bestehende Allianz mit Rom zu brechen. Eine Allianz, die mit dem Sieg über Pyrrhus geformt wurde. Obwohl sich kein General aus Syrakus mit Hannibal vergleichen lässt, seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese reiche Stadt belagern. Der große Ingenieur und Erfinder Archimedes hat großartige Verteidigungsstrategien sowohl gegen Land- als auch gegen Seeangriffe entwickelt. Gleichwohl er ein Berater für Roms Feinde ist, muss er gefangen genommen werden. Nehmen Sie Syrakus ein, aber erhalten Sie Archimedes am Leben, da er nützlich für uns sein wird. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Age of Empires in der Definitive Edition. Der Aufstieg Rom ist unsere Kampagne und während ich hier heimlich und vor allem geräuschlos eben meine Maus nachlade, so, hat keiner mitbekommen. So, was sollen wir machen? Platzieren Sie 10 römische Legionen im Forum von Syrakus auf einer Anhöhe, markiert durch 2 gelbe Flaggen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Legionen entwickeln. Nehmen Sie sich in Acht vor Archimedes' mächtigen Türmen. Wenn Sie sich ihnen stellen müssen, dann greifen Sie mit vielen Truppen an. Nutzen Sie Katapulte nur, falls erforderlich. Denn der an den Steinen verursachte Schaden könnte versehentlich Archimedes töten. Okay. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Nach Roms Sieg über Pyrrhus führte die wachsende Republik ihre Expansion in Richtung Süden fort und übernahm die Kontrolle über Süditalien. Die römischen Absichten auf der Insel Sizilien, die von griechischen Kolonisten besiedelt war, brachte die Republik in einen Konflikt mit Karthago, einer Seemacht von der Küste des heutigen Tunesien. Im darauffolgenden Ersten Punischen Krieg 264 bis 241 vor Christus Rom siegreich und übernahm die Kontrolle über Sizilien. Dies machte die Insel sicherer für Roms Verbündeten, die Stadt Syrakus, und Rom etablierte sich als herausragende Land- und Seemacht im zentralen Mittelmeerraum. Karthago versuchte während des Zweiten Punischen Krieges 218 bis 202 vor Christus erneut Ansprüche anzumelden. General Hannibal führte eine Armee von Hispania, dem heutigen Spanien und Portugal, durch Gallien und über die Alpen, um in Italien einzufallen. Hannibals Erfolge waren überragend. So vernichtete er mehrere römische Armeen, die gegen ihn entsandt wurden. Es mangelte ihm jedoch an Belagerungsausrüstung, um die Stadt Rom selbst zu erobern. Trotzdem ermutigten seine Erfolge viele Städte aus dem Süden mit hauptsächlich griechischer und italischer Bevölkerung aus der römischen Herrschaft auszubrechen. Obwohl Syrakus ein Langzeitverbündeter Roms während der Herrschaft von König Hiero II., einem frühen General von Pyrrhus, war, hielt dessen junger Enkelsohn und Nachfolger Hieronymus nichts von dieser Loyalität. Obwohl Hieronymus schon bald ermordet wurde, hatten die pro-karthagischen Fraktionen in Syrakus über das Schicksal der Stadt entschieden. Rom entsandte eine Flotte, um Syrakus einzunehmen. Der berühmte Erfinder, Ingenieur und Mathematiker Archimedes lebte in Syrakus und half dabei, die Stadtverteidigung aufzubauen. Der Legende nach konstruierte er hexagonale Spiegel, die die Sonnenstrahlen bündelten, um die römischen Schiffe in Brand zu stecken, und große schwingende Krallen die Schiffe aus dem Wasser heben und sie wie Spielzeuge zerschmettern konnten. Angesichts dieser Vorrichtung und der natürlichen Verteidigung der sizilianischen Küste mussten sich die Römer auf eine lange Belagerung einlassen, trugen aber letztlich den Sieg davon. Obwohl der römische Befehlshaber Marcus Marcellus befohlen hatte, Archimedes zu verschonen, überlebte der große Erfinder die Schlacht nicht. Als die Römer die Stadt einnahmen, zog sich Archimedes in seine Arbeitsräume zurück, wurde aber von einem römischen Soldaten gestört. Archimedes protestierte gegen die Störung und befahl dem Soldaten zu gehen. Der namenlose römische Soldat, sich möglicherweise der Identität des Mannes nicht bewusst, tötete Archimedes. Der römische Schreiber Plutarch berichtet, dass Marcellus verzweifelt gewesen sein soll, als er vom sinnlosen Tod des griechischen Genies erfuhr, einem der geistreichsten und größten Männer, die die Welt je gesehen hat.
Aber wir werden ihn retten. Hoffe ich. So, wir sind hier. Hier sind unsere Legionen. Da sind die zwei Fackeln. Hallo? Da sind zwei Fackeln. Wir haben tonnenweise Schiffe. Okay. Erstmal sollten wir mit... Ja, hier sind richtig viele Fische. Erstmal brauche ich, glaube ich, eine Produktion. Wie sieht es entwicklungstechnisch aus? Wir können auf jeden Fall hier noch ein bisschen höher gehen, aber ich möchte erstmal gucken, was wir hier bei uns in der Nähe so haben. Steine. Ein Löwe. Den würde ich ganz gerne killen. Und ihr geht Gold abbauen, sobald der Legionär nah genug ist, um den Löwen herauszufordern. Ja, der Löwe hat zwei Schaden gemacht. Er ist der Beste. So. Ich hätte gerne erst einmal einen Stall gebaut, um mich ein bisschen umzusehen mit einem Speer. Und eine Akademie werden wir auch brauchen. Ich bin irgendwo angegriffen. Ja, hier von ein paar Schiffchen. So, wir können ja hier schon mal ein bisschen weiter erkunden. Was ist das für ein Turm? Spiegelturm. Ah ja. Die Spiegeltürme, an die erinnere ich mich, die sind übertrieben ätzend. Warum, sehen wir jetzt gleich sofort. Da. Die One-Hitten einfach alles. Da. Also die können nur sehr selten schießen. Dauert immer, bis sie schießen können. Aber dafür stirbt halt pro Schuss ein Schiff. Da. Bumm. Lasertürme. Und das zu dieser Zeit schon. Also wir werden den einen Turm kriegen. Kriegt aber auch leider noch eins unserer Schiffe. Aber egal, wir haben den Turm schon mal weg. Das ist ganz gut. Was macht unser Katapult hier? Wir wissen es nicht. So. Ihr beide... Ich muss wissen, was hier in der Nähe ist. Ich brauche einen Speer. Du gehst auf jeden Fall mit Holzfällen. Einen Markt hätte ich ganz gerne. Markt. Da. Wir müssen uns hier ein bisschen Produktion erschaffen. So. Aber gegen die Spiegeltürme, die Reichweite von denen ist halt auch extremst. Ah, das ist nur ein Geschützturm. Okay, wir haben unseren Speer. Dann gucken wir mal, was wir hier auf dieser Insel so finden. Wir haben auf jeden Fall Holz. Ja, genau genommen haben wir eigentlich nur Holz. Junge. Geh jemand anderem auf die Nerven. So. Das heißt, ich möchte erstmal weitere Dorfbewohner produzieren. Und einen Kornspeicher hier hinstellen. Und einen Hafen hätte ich auch noch ganz gerne. Na, wobei ich setze den lieber dahin. Damit wir da auch noch Fische sammeln können. So, und ich muss auf jeden Fall dauerhaft Schiffe... Oh, mein Gott, wir können noch gar keine Triremen bilden. Das ist nicht gut.
Das ist wirklich gar nicht gut. Geht mal da runter. Das müssen wir schleunigst ändern. Feld. 1, 2, 3. So, und 2 Fischkutter dann noch. So. Müssen uns hier relativ schnell. Ich habe jetzt schon viel zu lange gebraucht. So, Holz ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Wir können auch noch Handwerkskonsole. Wir müssen uns erstmal um Produktion kümmern. Du baust ja auch noch ein Fältchen. Eigentlich brauche ich gerade eh viel mehr Nahrung als alles andere. Deswegen kümmere ich mich hier lieber um Felder. So. Und gebe die Nahrung auch für weitere Holzabbauer aus. Haben wir Rad schon erfunden? Ja. Das wird jetzt auf Dauer echt ungut. Dem auszuweichen bringt nicht viel. Dass der mich getroffen hat auf die Entfernung, ey. Aha, 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 aha. So, jetzt Triremen entwickeln. Die brauchen wir als erstes. Derzeit sende ich auch noch eine zweite Kriegsgaleere erschaffen. So, Holzproduktion ist auf jeden Fall extrem angekurbelt jetzt gerade. Das hier werde ich mir auch als nächstes gönnen für 240 Nahrung. Für noch mehr Holz. Müssten jetzt ja gleich 2 Triremen haben, das reicht hoffentlich erstmal. 200, zack. Handwerkskunst. Plus 2 Holz tragen. Und sie arbeiten schneller. Denke ich eine ganz gute Sache. Vom Rest erschaffe ich weitere Dorfbewohner. Und lass einen von euch Häuser bauen. Hier haben wir ein bisschen Platz. So, und du sollst Türmchen bauen. Da bestimmt irgendwo ein Turm hin. Genau, ich baue da 2 Türme hin. Als Schutz zusätzlich gegen die Schiffe. So, du baust dir ein Feld. Mehr Nahrung. Und eine Lagergrube mehr in den Wald, dass das Holzabbauen schneller geht. So, ich glaube, dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Oh, die haben wir noch gar nicht entwickelt, die Centurios. Phalanx können wir uns aber schon mal gönnen. Und 2 Dorfbewohner zum Abbauen von Dings. Wie viel kosten die der Pultri-Remen? Die werden wir brauchen, falls da, weil wir ja keinen Landweg haben. Das heißt, ich werde erstmal eine Seestreitmacht aufbauen müssen. Weil wisst ihr was, ich werde auf die Centurios gehen. Ich glaube nämlich, die haben wir fertig entwickelt schon, oder? Nein, haben wir auch nicht. Ah, die sind günstiger. Ah, Fanatismus brauchen wir.
Habe ich nicht zwei Dorfbewohner ausgebildet dafür? Aber du kannst mir eine Kaserne bauen. Also zwei. Weil eine ist zu wenig. Ach, du hast dich eingebaut. Ah, du bist ja ein Held. Naja, dann baue ich halt einen neuen. Nahrung läuft ja gerade ganz gut. Aber zusammen mit den Türmen müsste das eigentlich ganz gut laufen. So, Katapultriremen können wir auch schon erforschen. Wir brauchen für die besseren Katapult-Triremen, muss ich mal ganz kurz gucken, Technik müssen wir dafür entwickeln. Das heißt, wir werden auch noch ein Regierungsgebäude brauchen. Boah, erstmal die Kaserne fertig. So, und dann müssen wir die Centurios auf jeden Fall, die Legionen entwickeln. So, die Katapultriereme sollte auf dem besten Weg sein. Du bist ja auch noch ein... Der wird auch noch mit Holzhacken gehen, weil wir, wie gesagt, ich will eine Flotte aufstellen. Vorher baust du mir aber auch noch ein paar Häuser. Weil das Regierungsgebäude fertig ist natürlich. So... Wir werden auch, ich werde weniger normale und mehr Katapultriereben bauen. Weil gegen so einen Spiegelturm muss man halt mit 20.000 Sachen mehr dran. So, Technik brauchen wir. Wie weit sind wir hier? Hier und 1400, 600. Da ist 1400 Nahrung, müssen wir uns jetzt irgendwie zusammenholen. Das heißt, ich werde noch einen weiteren Dorfbewohner, ein weiteres Feld bauen lassen. Das hier bringt uns alles nichts, ne? Bewegen sich schneller. Gebäude können bekehrt werden. Heilrate des Priesters erhöhen. Das brauchen wir alles nicht. Okay. Ja, das läuft jetzt. Ich habe das Gefühl, das Spiel leckt ein bisschen, aber ich weiß nicht, woran das liegt. So, zack. Ballistik, Türme und Fernkampfeinheiten besitzen eine verbesserte Zielgenauigkeit. Das brauchen wir noch. 1300 und 7. Okay, wir brauchen richtig viel Nahrung. Werde ich tatsächlich sogar noch einen Dorfbewohner auf Nahrung ausbilden. Also auf Felder. Weil mehr Holzabbauer will ich nicht haben. So. Ich fände es gut, wenn man mehr als 50 Einheiten haben könnte, aber ich glaube, das geht nicht in den Szenarien. Brauchen wir dafür nochmal? Ja, Holz haben wir auf jeden Fall ohne Ende. Das heißt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Triremen hätte ich gerne. So. Und ein Haus brauchen wir noch und danach wirst du dir ein Feld bauen. Das werde ich schon mal, platziere ich schon mal da für später. So, was war günstiger? Es lohnt sich eh erstmal, wenn ich die besseren Schiffe entwickle. Was macht der da hinten? Will er mich nerven? Das heißt, ich muss hier auch eine Trireme hinstellen, um meine Fischerboote zu sichern. Das ist ja blöd. So. Der baut noch eine, der kann dann auch noch eine bauen. So. Okay, 1300 haben wir fast erreicht. Ich kann in der Zeit die hier schon mal Schiffchen bauen lassen. 10 Stück.
werden genug von denen sterben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so viel Holz haben wir nicht. Aber das wird nicht mehr lange dauern. So, die Nahrung... muss da ein bisschen tricksen. So. Zack. Zack. Jawohl. Dann lasse ich den das mal ganz kurz reparieren. So. Wie viel kostet das? 700 Holz. Das haben wir ja bald gleich zusammen. Komm. 500. 600. Ein Feld ist abgeerntet. Okay, das wird jetzt teuer. Vor allem, weil das Feld auch gleich leer ist. Ja, so viel dazu, dass ich meine Dingens upgrade. Ah, wir sammeln ja fleißig Holz eines Tages. Haben wir die 700. So, 600. Aber ich werde jetzt gleich, bevor wir das Upgrade machen, leider noch einmal ausgeben müssen. Komm. Ach. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, das Upgrade ist drin. Wir können noch 3 von den Schiffchen bauen. Ich mache tatsächlich eine volle Schiffarmee, weil es werden eh welche von denen sterben. So, die nächsten 70 brauche ich aber erstmal für noch mehr. Ich könnte auch ein Weltwunder bauen und damit gewinnen. Ah, wird knapp werden auf jeden Fall. Ich hätte echt gedacht, dass das Feld als nächstes leer geht. Aber gut. So. Wie viel kosten die? 135. Also muss ich kurz noch warten. 1. Und das wird noch nicht reichen. Die müssen alle noch mindestens einmal abgeben. Und komm. 100. Ich kann in der Zeit schon mal meine Legionen maximal verstärken. Perfekt. Schweres Kriegsschiff. Sind die jetzt eigentlich? 35 Schaden. Nicht zu... Also daran kann man übrigens auch nochmal sehen, wie stark die Centurios tatsächlich sind. Denn 35 Schaden... Die machen ja auch fast 35 Schaden. Also sie machen so viel Schaden wie ein Katapult. Das finde ich sehr bemerkenswert. Okay, fehlt noch was? Ja, das eine Kriegsschiff. So, wir sind auf Maximalbevölkerung. Ich, meine, so, da war ein Türmchen. Ah, das war kein Spiegelturm. Sondern nur ein ganz normaler Geschützturm. So, ihr 4 greift den Turm an und ihr greift den anderen Turm an. So, dass wir alle Türme angreifen und kein Schiff hier irgendwo hinfährt, wo es nichts zu suchen hat. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ist das Geschützturm? Oh, da ist ein Spiegelturm. Rauf da.
Das wird natürlich teuer. Das ist nur ein ganz normaler Kompositbogenschütze. So, wir müssen diesen Turm um jeden Preis töten. Wie ist egal. So, perfekt. Spiegelturm weg. So, ich lasse meine Linksschiffe nach da. Ihr geht da drauf ballern. Und meine Schiffe, meine Triremen kümmern sich um seine Triremen. So. Oben, die sind weg. So, die Katapulte kann ich auch noch töten. Das ist ein Spiegelturm. Gehen wir mal weg da. Mit dem Spiegelturm werde ich mich gleich anlegen mit meiner restlichen Flotte. So. Bisher habe ich Archimedes noch nicht gesehen. So, dann kümmere ich mich um den nächsten Spiegelturm. Natürlich erst, wenn die alle hoch genug gefahren sind. Da werde ich dann mit allen auch wieder angreifen gehen. Die alle so und um. Maximaler Angriff. So. Hoffen wir, dass es reicht. Ist die Frage. Müsste aber. Meine Flotte hat sich auf jeden Fall schon ordentlich ausgedünnt. Schaden macht der 100 einfach. Das ist übrigens eine Einheit, die man nicht normal bauen kann, logischerweise. Perfekt. Das ist ein normaler Turm, das ist ein normaler Turm, dann gehen meine Triremen mal weg und lassen das die Katapult-Triremen machen. Ich kann ja die Verteidigung so weit schwächen wie möglich. Zack. Macht sie weg. So, da ist ein Turm. Das ist ein ganz normaler Kompositbogenschütze, kein Special-Typ. So, der sollte auch nicht lange leben. So. Ist ja doch ganz gut gelaufen. Wir haben ja aber auch eine Verteidigung stehen. Geschützturm, Geschützturm. Da kommt noch ein Bogenschießi. Um den Kompositbogenschützen kümmern sich natürlich wieder meine Triremen. Okay. Wir können dann hier von mir aus ein bisschen auf die Häuser ballern. Ich nutze meine Restflotte, um die Türme kaputt zu machen, die noch da sind. Ich kann in der Zeit auch schon mal wieder ein bisschen weiter Flotte ausbilden. Und zwar 1, 2, 3 Kriegsschiffe und 1, 2, 3, 4 Triremen. Felder habe ich komplett vergessen zu ersetzen. Nicht schlimm, Legion-Upgrade können wir uns holen.
So, bitte die anderen Türme. Das da ist ein normaler Geschützturm. Können wir auch outrangen. Ganz gut. So, eigentlich müssten die drei reichen. Perfekt. Kümmert ihr euch um den nächsten Turm. Während die sich hier lustig durch die Verteidigung, durch die sonstige Verteidigung fräsen. Ja, auch ressourcentechnisch geht's uns super. Ich habe halt Angst, den zu töten aus Versehen. Deswegen gucke ich immer, wer da wer ist. So, ich fahre jetzt kurz mit denen hier weiter. Ihr dürft währenddessen gerne mit Abreißen fortfahren. Und hier die Legionen töten, die sich in die Mauer festgebackt haben. So. Und schon mal ein bisschen draufhauen. Also bisher fahre ich hier mit meinen paar Schiffchen auf jeden Fall richtig gut. Die können den einen Turm noch kaputt machen. Oder? Ja, sehr gut, der kommt dran. Joa, was bleibt hier noch groß zu tun? Keiner von euch. Legion. Ich denke mal, hier irgendwo wird der sein. Direkt in der Nähe der Fahnen. Nicht auf die Einheiten schießen. So. Meine Felder sind wieder abgeerntet. Elefantenschützen könnt ihr in aller Ruhe mal töten. Ist auch ein normaler Elefantenschütze. Normaler Kompositbogenschütze. Ah, ihr habt die Häfen von ihm gefunden. Das ist gut. Okay, dann vereint sich meine Flotte wieder. Und wir werden von der anderen Seite angreifen. Wir haben ja ordentlich für Action gesorgt. Ich möchte seine Häfen natürlich nicht kaputt machen. Ihr beide seid fertig mit Gold, dann. Was dem Spiel echt fehlt, ist der Markt aus dem zweiten Teil, in dem ich Zeug verkaufen kann, was ich nicht brauche. Dass, wenn ich alles Gold weg habe, dass ich halt durch Handel mehr bekommen kann. Das ist beim zweiten Teil echt viel, viel besser. Was machst du da? So, ich hätte natürlich trotzdem so, der hat sich schon zurückgezogen. So. Das wird er nicht lange mitmachen. Hier könnte sich noch ein Spiegelturm verstecken. Auf der Insel da oben zum Beispiel. Wenn wir es gleich wissen. Ja, ich möchte erst das Schiff töten. Und dann ziehen wir gegen den Spiegelturm. Das heißt aber, ich kann auch 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, holztechnisch geht es mir aber auch nicht mehr ganz so gut. So, aber den Spiegelturm kriegen wir auf jeden Fall. Ich glaube, der braucht auch jetzt zwei Schüsse für einen. Ja, der braucht jetzt zwei Schüsse. Weil wir unsere Schiffe geupgradet haben. Oh, der hat Feuertrieben. Das ist nicht gut. Dieses ist überhaupt nicht gut. Ah, wir haben die Feuertrieben kaputt bekommen. Ich glaube, ich werde die Häfen doch zerstören. Auch wenn wir handeln könnten.
Okay, perfekt. Hier drauf wird noch ein Spiegelturm sein. Tipp ich. So. Oder? Ist doch garantiert ein Spiegelturm drauf, ja. Es war so klar. Hier meint eine seiner Triremen irgendwie Stress schieben zu müssen. Das können wir ganz schnell beenden. Oh, kriege ich den Spiegelturm? Ah ja, müsste ich aber bekommen. Aber eins von den Schiffen geht, glaube ich, noch kaputt. Ja. Aber es hat noch einen Schuss abgemacht. Und es ist sogar der Schuss, der das Ganze zerstört. Perfekt. Die Rache. So, die Häfen werde ich tatsächlich zerstören, damit der mir hier nicht irgendwelche mistigen Schiffe ausbildet. Okay. Ihr greift den Turm an. Und ihr kümmert euch um... Oh, da ist auch ein Turm. Helft den mal kurz. Perfekt. So, und jetzt weiter auf den Geschützturm. Und ich hole mir mal... Ich brauche schon wieder neue Schiffe. So. Müsst nur das Ding da töten, dann ist alles gut. So. Jetzt gehen die außen rum. Bis zur Hölle. So, die dürfen sich jetzt hier weiter vergnügen. Und ihr müsst diese ganzen... Der hat hier so viele Türme gebaut, das ist unfassbar. Bitte lass jetzt hier nicht noch irgendwo ein Spiegelturm sein. Ich möchte eigentlich nicht noch mehr Schiffe bauen. Nee, aber Kriegselefanten. Ist jetzt auch nicht so das Tollste. So, zack, zack, zack. Ich find's gut, dass die Mauern dabei mit zerstört werden. Natürlich hatte der noch genug Zeit, einen Pfeil abzugeben. So, dieser Kompositbogenschütze da oben weiß nicht, was er machen soll. Weil wir außerhalb seiner Reichweite stehen. Das soll auch nach Möglichkeit so bleiben. Jetzt stehen wir innerhalb seiner Reichweite. Okay. Das heißt, ihr beiden werdet euch jetzt erstmal um den Kompositbogenschützen kümmern. Während die vier weiter Türme zerstören, beziehungsweise erstmal den Hafen, wenn es geht. Dass ich hier nicht plötzlich überrascht werde. Und das Krokodil können wir auch noch mitnehmen. Ey, das hat sogar einen Schuss ausgehalten. Da haben wir eine Balliste. Sogar Auto-Engine. Nice. Ah, keine Krokodile. Perfekt. Bitte den Kompositbogen schützen. Perfekt. So, und was macht ihr vier jetzt? Diesen Turm angreifen. Ah, der stirbt sogar an dem Elefanten. Naja, kann man nichts machen. Ah, wir kümmern uns weiter um Türme. Eine Liste dahinter würde ich gerne tot sehen.
Toll, jetzt hat die ein Schiff von mir versenkt, weil ich die Mauer und nicht die Balliste getroffen habe. Wow. Die Balliste hat jetzt 3 Schiffe von mir versenkt, weil ich sie nicht sehe. Schieß mal dahin irgendwo. Okay, ich brauche mehr. Ich verstehe schon. Ich brauche noch mehr Schiffe. Eine ziemliche Seeschlacht hier. So, sammelt euch mal alle da. So, das ist Kriegsschiff. Greift den Turm an. Und ihr beide geht die Balliste killen. Und den da. Die ist hier doch irgendwo noch da. So. Keine Ahnung, warum der nicht vorher schon auf die Balliste geballert hat. So. Ein Schirm nach dem anderen. Wir haben ja die Zeit. So. Sollte jetzt aber langsam auch mal reichen an Türmen, die wir kaputt machen. Wie viele Steine das gekostet haben muss. Mir habe ich gerade schon gewundert, warum der den nicht eher angegriffen hat. So. Legionen wissen auch nicht, was sie tun sollen. So. Aber perfekt. Wir haben fast alles getötet, was wir töten wollten. Ballisten da wollen wir noch haben. Die Häuser natürlich. Ich loote den jetzt gerade einfach nur aus. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt so die ultra geilo Variante, aber wen interessiert's? Vielleicht auf den Bogenschützen ballern, der euch angreift? So. Jetzt ist es, glaube ich, auch mal an der Zeit, dass wir ein bisschen mal in den Nahkampf gehen. Das bedeutet, ich möchte noch das nicht genug Gold. Oh, das könnte ein Problem sein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht. 9, 10. Okay, hat noch gereicht. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, mehr als 17 Legionen können wir uns nicht mehr gönnen. Mangels Gold. Da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ah, gut. Dadurch, dass wir seine Häuser zerstören, gehen wir ihm auch allgemein auf die Nerven. Ich glaube, wir haben auch echt viele Türme von ihm zerstören können. AKA mit etwas Glück können unsere Legionen jetzt eh einfach komplett durchlaufen. Also im Bestfall können sie das. Das sind sogar andere. Die unterscheiden sich aber nichts. So. Dann geht ihr mal in das erste Schiff. 7, 8, 9, 10. Ein Glück, dass die Schiffe schon da waren. Ich glaube, ich nehme dann die Katapulte auch mit. Allerdings werde ich sie ganz am Anfang stehen lassen und nur, falls ich noch einen Geschützturm finde, mitnehmen. So, je mehr er von seinen Ballisten und so zerstört an meinen Schiffen, desto besser. So, 7. Eine Legion ist noch in Produktion.
Okay, und dann haben wir, ich hoffe, das müsste eigentlich reichen. Das ist eigentlich eine 20er Armee. Und so viel, wie wir von ihm schon zerstört haben, gehe ich nicht davon aus, dass der sich jetzt hier noch groß wehren kann. Ah, da läuft noch ein Centurio rum. Und ich kann auch meine Schiffe hier mich zurückziehen und meine Schiffe als Backup missbrauchen. Ich kann mir auch noch unendlich viele Triremen bauen. So, hier ist auch, glaube ich, die einzige Stelle, an der wir vernünftig anlegen können. So, zack, zack. Mal ganz kurz in das Schiff wieder rein. So, dann entlade ich nochmal. So, und diese... Ohne dich. Ihr seid jetzt meine Hauptstreitmacht. Und das hier ist das Backup für den Fall, dass ich sie brauche. Können sich hier hinstellen und sich um das, von mir aus um den Stall kümmern. Wenn sie sonst nichts zu tun haben. Während meine Legionen natürlich weg vom Stall weggehen, damit sie nicht abgeballert werden. Jungs. Geht weg. So. Die versuchen auf die Legion, auf den Centurio zu ballern, aber ich glaube, wir haben eh schon gewonnen. Weil ich hier einfach durchlaufen kann. So. Das ist nur ein Centurio. Ah, da ist auch noch eine Lepolis. Eine Balliste. Ziehen wir uns mal zurück. Dass die hier hinkommen. Und wir Schützenhilfe kriegen. So, dann metzeln wir uns mal durch. Und wir haben gewonnen. Lol. Okay. Der Sieg über Syrakus erinnert die Griechen von Sizilien daran, dass Rom Verrat bestraft. Hannibals Anstrengungen, eine Rebellion anzuzetteln, sind gescheitert und sein Marsch durch Italien wurde verlangsamt. Jetzt berichten Spione dem Senat, dass Hannibal nach Verstärkung geschickt hat. Okay, also ich würde sagen, das war eine ordentliche Seeschlacht. Das hat doch echt gut funktioniert, ne? Aber goldtechnisch, das war close. Also viel mehr Schiffe hätte ich auch nicht bauen können. Diese Spiegeltürme sind halt ultra. Die fand ich auch früher, ich habe mich auch gerade dran erinnert, die fand ich früher mega geil. Aber die konnte man nur im Editor bauen. Oder halt in Szenarien. Aber ich fand die cool. Die schießen zwar ultra selten, aber dann machen sie verheerenden Schaden. Sehr geil. Aber Archimedes, ich hab Archimedes jetzt gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der war. Aber besser ist es. Das heißt, dann können wir ihn nämlich auch nicht aus Versehen töten. Dann würde ich aber sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.